Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS78 der Hype Online Farms. Letztes Mal waren wir ja bei den Schafen stehen geblieben. Jetzt zeigt es mir an, dass ich nicht viel Wasser drin habe. Und wir wollten, glaube ich, Wasser holen. Holen wir uns nochmal ein volles Fass Wasser. Die Felder sind jetzt alle angesät. Ich habe wohl alles eingefahren, was einzufahren war. Mensch, was wir noch brauchen, ist ein bisschen Wasser hier auf der Schaf und werden wir nochmal zwei Fässer holen fahren, denke ich mal. Upsala. Dein Gehubbel und Gezubbel. Jetzt haben wir 64.000. Entschuldigung. Den Kredit haben wir zurückbezahlt. Soweit ich informiert bin, ich gucke nochmal. Kredit ist 0. Genau. Kredit sind wir so. Das ist unser erstes eigenes Geld ohne Wenn dann Aber. Da kann uns nicht die Bank mehr was mopseln. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier ein Flüssli haben oder Seli, wo wir hier ein bisschen holen können. Ich weiß schon grob, wo ich hin muss. Hier runter. Ich denke mal, Fass werden wir nochmal holen. Und dann werde ich mal gucken mit dem Bauern nebenan. Und mir mal eine Mission für ihn machen, dass das Feld preiswerter wird, dass ich das Feld hier oben neben meinem Dingsbums holen kann. Neben meinem, ach, sag schon. Ich komme jetzt nicht drauf, Mensch, Meier. Neben meiner Raffinerie, jetzt hab ich's. Dass ich das Feld neben der Raffinerie mir holen kann. Ey, du bist aber auch weit in meinem Spur gerade gewesen. Kann das sein, oder ist dein Auto zu breit? Komm, sei ehrlich, sprich. Hier kriegt man gar nichts raus, ist das Rennsaal. So, jetzt müssen wir hier rum. Jetzt müssen wir gegen den Edeka-Schluss, der gerade worden ist. Wachenheim, und wo geht's hier hin? Oh, Wachenheim, Brauerei, genau, das ist der Kurs. Da kommen wir nämlich direkt runter zum See, da kann man nämlich gleich Wasser holen. Da gibt es so ein paar Stellen, wo man Wasser zapfen kann. Kostenlos. Oh, das Fass könnte um meine Wäsche vertragen, kann man eigentlich gleich mal machen. Aber jetzt holen wir uns erstmal hier ein Pfützel Wasser. Jetzt sind wir mal hier so bin ich reingefahren, das weiß ich. Stück vor und so ran. Ne, noch ein Stück. Haben wir noch? Jetzt. Und zack, haben wir schon wieder einen Screenshot gebaut. Sind wir ja flink in der Sache. So. Let it go.
Einzige, wo ich nur nach Wasser gucken muss, ist auf der anderen Map, wo ich auch spiele. Da muss ich mich mal gucken, wo es da eine Wasserstelle gibt, aber heute bin ich schon lange nicht. Hab da doch mal Kreditlohn und alles, aber egal. Mir geht es um diese Map. Wir zocken hier auf der halt online und nicht auf der Yogi-Felden. Darum tut das auch nichts zur Sache. Aber trotzdem kann ich das, das Fass mal waschen. Das geht ja gar nicht, das steht ja vor Dreck. Schublupp. Das war immer gerade und dann runter. Genau. Hier kommen wir nämlich hier auch raus, unserem Baumarkt. Also hier ist der Fall vor dem Baumarkt. Und jetzt Richtung Bahnhof. Hier hoch. Dann werden wir dann erstmal eine Fasswäsche betreiben. So, jetzt wieder den Buckelweg hier hoch, Holter die Polter, Rumpel die Bumpel, wie man schon sagt. Aber das schaffen wir, Kammschlepper, die Gummi. Den ich wieder arbeiten muss, ist, wenn du mit dem Wasserfass hier hochzingelst. Na komm, du hast es fast geschafft. Oh, jetzt brauche ich mehr PS. Ich glaube, ich wollte mir hier einen größeren Steier holen. Es hilft alles nichts. Boing, der springt ja wie ein Flummi. Jetzt haben wir hier ein Ohr. Da mache ich nicht mitgenommen die Pizza. Und kippen wir nochmal ab. So, gucken wir mal, ob das, was das Röhrchen da irgendwie steigt. Dann schaltet das bitte auf Trabe. Gut. Zuckt überhaupt nur das Ding. Ist ja gar nicht, so gar keine Anzeige nicht drin. Das würde mich ein bisschen stören, weil es gar nicht viel Liter hier drin sind. Der Pegel, was zeigt nichts an. Da drüben ist keine Anzeige. Dann reicht der Schwamm ein bisschen hin. Das läuft schon nicht zu weit. Na, wir gucken mal, ob wieder was tut, weil wir sind immer noch bei 0% rum. Warum auch immer. So,
Gehen wir mal Fasswäsche machen. Wir fangen mal beim Fass an. So, schleppern noch ein bisschen. Das sieht ja schon wieder grauenhaft göttvoll aus. Das nützt jetzt nicht viel auf dem Schlammboden, aber trotzdem. Es geht ja ums Prinzip. Ein bisschen Sauberkeit muss sein. Ja gerade überhaupt nichts, aber macht nichts. So, jetzt wieder rauskommen, studieren wir. Ja, es klappt diesmal besser, würde ich sagen. So, passt. Kann man so abstellen. Wie sieht es hier aus? Mit der Welle. 6 war jetzt an wie viel Prozent? Nee, immer noch nicht. Ich muss vergessen auszumachen. Verdammte Axt. So. Jetzt gehen wir mal gucken. Feld. Ja, wo bist du denn? Ja, die 71 wäre das noch. Mal hier einsteigen. Ist ja noch ein bisschen, ja, ein bisschen Luft ist noch. Ja, das fällt da gegenüber. Das wäre die 71. Ist nicht drauf manch. Gucken, was es da so an Missionen gibt. Und hab's, ob wir das schaffen, wäre voll. Dies in 8 Minuten. 28 Minuten, eine halbe Stunde. Ne, das wollen wir nicht. So, einen anderen Sprecher. Ich will den Kurvenkasten nie. Das ist ja, was mir hier für lustig fällt, was gibt es denn hier zu tun, jetzt hier drauf? Ja, aber habe ich nicht alles. Irgendeine Einzelne, also schon. Ah, eine Dotsmarkierung, ein. So, ah, jetzt haben wir es. Das war mich gerade aus und war mich gerade etwas verwirrt. Du bist die Schild vor sie mischen. Ah, da. Gucken, ob es hier was zu tun gibt. Dinger streuen 7 Minuten. Und das machen wir doch. Die Zeit haben wir nämlich noch. Das sieht ja aus mit den Spalttabletten hier drauf, fies. Das sind wirklich Spalttabletten vom Feinsten. Autosave, komm, lass mich weitermachen, die Zeit läuft. B einschalten und let's go. Was hat das Ding für eine Streubreite überhaupt?
Gucken, was die Leopold Streubreite hat. Bin ich überfragt. Hier geht's an. Jo. Okay, was haben wir da drüben bei dem Schlepper, nicht die GPS? Wer weiß. Darüber habe ich mit dem GPS probiert, zeigt zwar nichts an, wo liegt es am Schlepper. Oder spackt die Map rum. Egal. Egal. Schmeißt ordentlich. Breite hat das Ding, ja. So. Schon die erste Runde weg. Dreiviertel haben wir schon mal. 4 Minuten noch und knapp dreiviertel fertig. Das sieht doch ganz gut aus. Welcher Bauer das jetzt war, mit der Plus-Punkte bringt. Und andere gibt noch den bescheidenen Drescher. Der überhaupt nicht so mein Fall ist. Ich nehme nicht Dings, Spielzeug-Drescher. Fertig. Ja, war 4000 schnell gemacht. Der Peter Wood. Okay. So, haben wir beim Peter schnell mal die Mission gemacht. Passt schon. So, aber ich würde sagen, ich komme zum Ende dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach, denn ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Ja so.